Die Lösung der Biodiversitätskrise ist eine der wesentlichen Zukunftsaufgaben. Und hier am Botanischen Garten und Botanischen Museum arbeiten wir daran, zusammen mit Partnern internationaler Art Lösungen zu finden. In dem Projekt COLBIODIV, Biodiversitätsforschung in Modellregionen Kolumbiens, tun wir dies einmal in der Andenregion zusammen mit dem Botanischen Garten in Bogotá, verschiedenen Universitäten im Großraum Bogotá und andererseits in der kolumbianischen Karibik mit der Universidad del Norte in Barranquilla. Und Ziel ist es wirklich, eine Wissensbasis zu schaffen für den Biodiversitätsschutz, aber auch nachhaltige Entwicklung ganz allgemein. Bogotá ist ein ideales Zielgebiet für diese Fragestellung. Einerseits natürlich ist es eine Metropole mit etwa 10 Millionen Einwohnern und ist umgeben von zwei wichtigen Lebensräumen. Einerseits die hochandinen Bergwälder, andererseits die Paramos. Und wir schauen uns hier auch zwei verschiedene Organismengruppen an. Das sind zum einen die Pflanzen und zum anderen die Flechten. Wir bearbeiten hier jetzt gezielt drei Fragestellungen. Die erste Fragestellung beschäftigt sich mit Umweltfaktoren und wie diese die Artenvielfalt und die Ökosystemleistung dieser hochandinen Bergwälder beeinflussen. Bei der zweiten Frage geht es uns darum, wie Klimaveränderungen sich auf die Verbreitung bestimmter Kennelemente dieser Bergregenwälder auswirken, in diesem Fall die Baumgattung Weinmannia. Und bei der dritten Fragestellung beschäftigen wir uns mit der Entstehung der Artenvielfalt als Evolutionsgeschichte, also in Raum und Zeit. Und wie diese Artenvielfalt die Paramos dann charakterisiert, sozusagen als Insellandschaften, und wie sie dadurch besser unter Schutz gestellt werden können. In unserem Projekt COLBIODIV, da führen wir verschiedene Ansätze zusammen. Zunächst mal die Feldarbeiten, dann das Studieren des Materials in den Herbarsammlungen. Wir gucken uns auch die genetischen Sequenzdaten dieses Materials an, um die Evolutionsgeschichte darstellen zu können. Dann werden die Daten in komplizierten Modellrechnungen zusammengeführt. Und das alles findet auch statt in Zusammenarbeit mit Kollegen international, vor allem aus Kolumbien, wo eben Spezialisten und Studenten in das Projekt mit einbezogen sind. Wesentliche Teile des Projektes werden durch Doktoranden durchgeführt. Da haben wir zum Beispiel Maria Sole Calbi. Die schaut sich die Fragestellung der Umweltfaktoren an, hat hier umfangreiche Feldstudien durchgeführt in diesen hochandinen Bergwäldern, in Zusammenarbeit mit dem Instituto Humboldt und dem Jardín Botánico in Bogotá. Und sie hat zum Beispiel herausgefunden, dass wichtige Parameter, die die Artenvielfalt und die Ökosystemleistung dieser Bergwälder beeinflussen, die Fragmentierung sind, auch die Landnutzungsvielfalt und die Bevölkerungsdichte. Maria Sole befasst sich auch mit der Fragestellung der Klimaveränderungen. Und hier guckt sie sich ganz genau eine Baumgattung an, eine Kenngattung dieser andinen Bergwälder, das ist die Gattung Weinmannia. Für diese Fragestellung werden Daten sowohl aus dem Feld als auch aus Herbarsammlungen zugrunde gelegt. Die werden ausgewertet, werden dann in ein Modell eingegeben und daraufhin kann man sozusagen auf ein zukünftiges Klimaszenario projizieren. Ganz wichtig ist hierbei die solide Taxonomie dieser Daten. Da haben wir einen zweiten Doktoranden aus Kolumbien, Francisco Fajardo. Der guckt sich im Herbar vor allen Dingen diese Belege an, wertet die morphologisch aus und auch im Labor mit genetischen Sequenzdaten, um dann eben ein solides Artenkonzept erstellen zu können. Und damit kann man diese Modelle exakter gestalten. Oberhalb dieser hochandinen Bergwälder, da schließen sich die Paramos an. Die Paramos, das ist eine einzigartige Gras- und Strauchlandschaft, die leider durch Maßnahmen wie Bergbau und Landnutzung stark beeinträchtigt ist. Und hier schauen wir uns eine andere Organismengruppe an, das sind die Flechten. Flechten, das ist eine Symbiose zwischen Pilzen und Algen oder Cyanobakterien. Und unsere Fokusgattung hier ist die Gattung Cora. Ja, die Gattung Cora ist deswegen interessant, weil man bis vor kurzem davon ausging, dass es sich um eine einzige Art handelt. Wir haben aber durch umfangreiche Feldstudien und auch durch genetische Sequenzanalysen festgestellt, dass da sehr viele Arten drinstecken. Und zwar gehen wir im Moment davon aus, dass es sich um etwa 450 Arten handelt. Das ist also eine unglaubliche Artenvielfalt. Und das führt dazu, dass wir jetzt die Paramos ganz anders betrachten, und zwar als biogeografische Inseln, wo jeder Paramo seine eigene Artenzusammensetzung hat
Und mit dieser Erkenntnis können wir natürlich ganz anders an die Fragestellung der Schutzmaßnahmen für diese Paramoos herangehen. Wir haben gesehen, dass die Daten zu ganz verschiedenen Fachdisziplinen ganz entscheidend sind, um Landschaften, biologische Vielfalt, Mensch-Natur-Interaktion wirklich zu verstehen. Das ColBioDiff-Projekt führt uns nochmal vor Augen, dass ja hier insbesondere auch die Geistes- und Sozialwissenschaften zusammen betrachtet arbeiten müssen mit den Naturwissenschaften, sprich die Biologie, Geografie, Fernerkundung und solche Dinge als Stichwort. Und wir können hier die wunderbaren Möglichkeiten nutzen, die die Freie Universität bietet, neben dem Botanischen Garten und Botanischen Museum mit den unterschiedlichen Fachbereichen hier wirklich inter- und transdisziplinär zusammenzuarbeiten.